einer von uns beiden ist traurig und einer von uns beiden ist glücklich. Das heißt, eine ist glücklich. Ja, Messen sind für mich immer sehr anstrengend. Aber es war trotzdem wieder mal toll. Wir haben viele Leute getroffen und es war auch sehr nett, immer mit euch zu plaudern. Das hat mir natürlich schon Spaß gemacht. Und ja, und jetzt geht's weiter. Helle ist sehr gern auf der Messe. Und ja, ich muss mich auch bei der Messe in Düsseldorf bedanken, denn das war wieder ganz toll organisiert, dass wir dabei sein konnten. Auch ein schöner Abend haben wir miteinander verbracht. Und ich muss mich vor allen Dingen bei meiner Frau, bei der Ussi, bedanken, dass die das alles mit mir mitmacht und sie geht ja nicht so gern daher. Ja, wie gesagt, es ist halt ein bisschen anstrengend. Aber sie ist immer eifrig dabei und da unterstützt sie mich schon und das freut mich auch. Klar. Und zur Belohnung wird sie jetzt von mir in die Elbphilharmonie eingeladen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ja. Ich auch. Uiuiui, oh, jetzt müssen wir weitermachen. Ja, jetzt haben wir da den Verkehr aufgehalten. Also wir müssen schnell weiter. Steigt einfach schnell mit ein und dann kommt er mit nach Hamburg. Ja, würde uns sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Jawohl, wir sehen uns dann. In diesem Video zeigen wir, wo man kostenlos in St. Pauli stehen kann. Unsere Stadtrundfahrt mit dem Doppeldecker. Natürlich eine Hafenrundfahrt mit einer Barkasse. Wir führen euch durch den alten Elbtunnel. Selbstverständlich haben wir auch die Reeperbahn unter die Lupe genommen. Zu Fuß haben wir die Innenstadt erkundet. Wir waren auf dem Hamburger Michel mit seinem tollen Ausblick. Und zu guter Letzt zeigen wir nochmal detailliert, wie ihr in Hamburg kostenlos mit dem Wohnmobil übernachten könnt. Natürlich haben wir wieder alles in Kapitel unterteilt, so könnt ihr ein Thema, das euch nicht interessiert, leichter überspringen. Und jetzt viel Spaß beim Video aus Hamburg. So, wir stehen jetzt hier in St. Pauli. In Hamburg. Und wollen jetzt Hamburg erforschen. Und zwar gehen wir als erstes zu den Landungsbrücken. Und da schauen wir mal, ob wir eine Speicherstadt und eine Hafenrundfahrt machen können. Genau. Ich gehe davon aus, dass wir das machen können, aber wir müssen schauen wegen der Uhrzeit und alles. Und ja, jetzt gehen wir los. Heute wird es wieder heiß. Es soll über 29, also fast 30 Grad heute werden. Dann gehen wir jetzt schon mal zeitig los. Also genau. Und übrigens, wir stehen hier direkt am Fischmarkt und haben das alles ein bisschen schlecht organisiert, weil wir müssen am Samstag, Sonntag muss man wegfahren, weil am Sonntag der Fischmarkt ist. Aber das berichten wir alles im Laufe des Videos. Genau. Ansonsten ein idealer Platz, wenn man nicht Samstag, Sonntag, Montag Termine hat. Und das haben wir leider, aber seht ihr jetzt alles im Video. Also der hintere Teil, das wird dann alles der Fischmarkt werden. Und da müssen alle Wohnmobile weg, sonst können sie unter der Woche problemlos stehen. So, und wenn man durch diese Engstelle durchgefahren ist, oder man muss erst einmal durch diesen Parkplatz durchfahren, der meistens belegt ist. Da darf man dann auch Samstag und Sonntag stehen. Und dann sieht man schon, dass Hamburg die Stadt von Udo Lindenberg ist. Denn da geht alles locker dazu. Man sieht, hier ist gesperrt. Aber jeder fährt durch. Grüß Sie. Ja, und hinter auf dem Fischmarkt ist es sogar kostenlos. Und hier dieser Teil, der vordere Teil, der kostet. Und zwar kostet der Freitag, Samstag, Sonntag mehr, weil eben hinten am Fischmarkt alles verboten ist zum Stehen. Fähr- und Entsorgung gibt es keine. Bei beiden nicht, also auch nicht am kostenpflichtigen Parkplatz. Ja. Wie gesagt, an diesem Schild hat sich niemand gestört und wir haben uns auch nicht dran gestört. Das sieht man hier offensichtlich etwas lockerer. Ja, aber das hebt das Schild nicht auf. Gesperrt für Fahrzeuge aller Art wird durch ein anderes Schild nicht aufgehoben. Okay, aber wir sind ja hier in der Stadt von Udo Lindenberg und da geht alles nicht so streng, offensichtlich. Soll ja recht sein. Genau. Los geht's.
So, in Hamburg gibt es natürlich Fischbrötchen. Was wäre das? Ein Besuch ohne Fischbrötchen? Geht wirklich nicht. Das ist das Schöne an Hamburg. Jetzt sind wir aber mal gespannt, was wir alles zu sehen bekommen. Mit Speicherstand, Zollkanal und Container Terminal. Mein Name ist Marco von Eurof Frank und ich werde die nächste Stunde mit durch den Hamburger Hafen begleiten und natürlich auch moderieren. Bevor wir allerdings damit anfangen, müssen wir uns ganz kurz über unsere Rettungsmittel unterhalten. Sowas haben wir auch an Bord. Hier in den blauen Kästen unter den Bänken befinden sich Rettungswesten. In einem unwahrscheinlichen Fall einer Havarie, also eines Unglücks auf dem Wasser, schnappt sich bitte jeder eine Weste, springt über Bord und fängt ganz langsam mit Schwimmbewegung an. Das wäre es eigentlich schon. Ja, woher kommt der Name Kehr wieder? Tja, hier war eine riesige Pontonanlage, so um 1900 rum. Ja, zu der Zeit war die Seefahrt natürlich eine reine Männerdomäne. Und wenn die Herren der Schöpfung meinten, sie müssen mal wieder für ein, zwei Jahre auf den Weltmeeren verschwinden, ja, dann haben die Kapitäne die Frachtschiffe vor der Norderelbrücke gedreht, sind hier auf der rechten Seite nochmal direkt an der Kehr wieder Spitze vorbeigefahren. Da standen natürlich auch die Frauen und die Freundinnen. Kann ich nachher im St. Nikolai-Fliege sogar noch besser zeigen, da sind mich fast alles trocken. Wenn wir da jetzt durchfahren würden, würden wir festsitzen. Ach ja, die Elbe wird im Übrigen auch der sogenannte Jungbrunnen genannt. Schauen Sie sich ruhig mal das Wasser an. Das ist doch kristallklar hier denn nicht. Ja, sollten Sie sich hier aus dem Becher Wasser gönnen, wenn Sie garantiert nicht älter. Nein, wir sind nicht im Wasserwerk. Nein, wir sind jetzt im alten Elbtunnel oder vielmehr, wir gehen jetzt die Treppen runter und schauen wir mal, was da uns jetzt erwartet. Genau, ich vermute mal vielleicht der Tunnel. Gucken wir mal. Gucken wir mal, die Elbe hoffentlich nicht. Wie war der Elbtunnel? Oh, gar nicht schlecht. Wir laufen jetzt wahrscheinlich nachher wieder zurück.
Und jetzt geht es auch erstmal aufwärts und dann schauen wir mal, was auf der anderen Seite ist. Vielleicht gibt es ja auch eine Fähre, dann fahren wir mit der Fähre rüber. Gucken wir mal. Wir sind ja auf Erkundungstour. Auch Fledermäuse fahren gerne Aufzug. Was machen wir jetzt dann, wenn wir wieder üben sind? Gucken wir mal. Ich hätte Lust auf ein Fischbrötchen. Schon wieder? Ja, die waren sehr lecker, ich würde wirklich sagen. Wir sind jetzt genau in der Tunnelmitte und es geht jetzt wieder aufwärts. Jetzt sind wir gerade runter, jetzt geht es wieder auf. Würde ich mich nur vom Fischbrötchen ernähren. Naja, die ersten paar Tage wahrscheinlich. Aber die auf jeden Fall. Hier stehen wir vor Deutschlands berühmtester Polizeistation. Ja genau, das ist die Davidwache. Und wo sind wir? Natürlich auf der Reeperbahn. Genau. Da laufen wir jetzt nochmal durch und mal schauen, vielleicht können wir ein bisschen was von der Stimmung hier einfangen. Genau. So, da stehen wir jetzt vor der Ritze und die Ritze war wohl das berüchtigste Lokal auf St. Pauli, weil sich da die Zuhälter gegenseitig verprügelt haben und ihre Bezirke abgegrenzt haben. Also die blutigen Schlachten sind offensichtlich vorbei. Also in dem Laden hinter uns gibt es halt 6 Artikel geben, die kein Mensch kennt. Also so viel, große Auswahl. Naja, mal gucken, was im Schaufenster ist. Müsst ihr euch mal anschauen. Ich habe schon gedacht, die Reeperbahn ist mehr Spielbuden und Imbissstände, aber da sind wir jetzt im Sechsviertel. Ja, die Reeperbahn ist das. Ist halt gemischt. Ja. Wir sind wie klein. So, den Beatles-Platz haben wir auch erreicht. Ja, aber schwierig zu fotografieren. Das sind ja solche Metall-Beatles. Ziemlich klein und total umlagert. Hallo! Ich bin der Gewinner! Ich hab'
jetzt stehen wir mitten in der Speicherstadt. Wir mussten unseren Platz leider räumen. Ja, weil morgen ist der Fischmarkt und da können wir da nicht stehen bleiben. Da wollten wir uns vorne hinstellen, aber da ist alles belegt. Mhm. Und jetzt haben wir plötzlich in der Speicherstadt gefunden. Ja. Da ist Halteverbot von Montag bis Freitag. Und da heute Samstag ist, müsste das also klappen. Genau, und morgen gehen wir ja ins Miniaturenland. Da sind wir direkt fußläufig, können wir da hin. Ja, genau. Und dann fahren wir wieder zurück am Fischmarkt. Ja, und was ich jetzt noch sagen wollte, wir hatten ja gestern eine Bootsfahrt gemacht mit Barkassen und wir konnten nicht in die Speicherstadt fahren, weil Ebbe war. Genau. Heute ist Normalstand, denke ich. Nee, das ist ja das ist da auch niedrig. Ja, aber so, dass sie heute durchfahren können. Aber der also, kann jetzt weiter reinfahren, ja. Ja, also solltet ihr mal nach Hamburg kommen und euch so eine Fahrt durch die Speicherstadt machen wollen, dann erkundigt euch mal vorher, ob gerade Ebbe oder Flut ist. Denn bei Ebbe kann man da nicht durchfahren. Genau. So, und da kommt gerade ein Schiff, das zeigen wir euch jetzt. Ja, so wären wir gestern auch gar nicht durchgefahren, gell, was ich? Ja, jetzt laufen wir halt ein Stück zu Fuß. Genau. Schwimmen wollen wir nicht. Also ganz hinten ist das Miniatur im Wunderland. Und wir stehen praktisch an der Straße davor. Genau hier. Vor dem gelben Lastwagen. Da können wir dann morgen schön fußläufig hinlaufen. Hamburg im Matsch. Es gibt auch nicht so schöne Ecken in Hamburg, oder? Ja, das soll jetzt die älteste Friedbrücke sein und Ebbe. Und schon sind wir am Rathaus. So, und am Rathaus haben wir gerade nachgelesen, da stehen auch die alten Kaiser Barbarossa und der Karl der Große. Zeigen wir euch natürlich. Sind wir in der Rathaushalle? Ja, komm her. Das ist eine Ausstellung gerade. Bilderausstellung. Ein bisschen laut Italiener, ha? So, im Hintergrund hier. Seht ihr den Brunnen? Das soll anscheinend der schönste Brunnen von Hamburg sein. So hat es zumindest die Busführerin gesagt. Genau. Aber hier sind wir jetzt im Rathaushof. Und hier in diesem Rathaus, da sitzt der Senat von Hamburg. Ist sitzt der Senat von Hamburg? Ja. Ja. Die gibt es ja noch, auch wenn der Olaf immer da ist. Ja, genau. So, was ist das jetzt, die Außenalster? Nein, das ist die Innenalster. Die Innenalster. Das ist der Jungfernstieg. Und da vorne ist das Rathaus. Und direkt im Vordergrund Baustelle. Genau.
Also, jetzt sind wir in der Ruine von St. Nikolai. Und die Kirche steht nur noch, oder die Ruine lässt man nur noch stehen, als Gedenken an den Zweiten Weltkrieg, glaube ich, war das, ne? Ja, genau, das ist ein Mahnmal, der wurde von den Alliierten, wurde ja Hamburg bombardiert. Und eben diese Kirche wurde dann halt unter anderem natürlich getroffen und die wird jetzt nicht mehr wieder aufgebaut. Ja, und der Charles war wohl letztendlich da und hat Blumen niedergelegt, haben wir uns sagen lassen. So, und endlich, nach einem langen Fußmarsch, stehen wir vor Hamburger Michel. Ja, und jetzt schauen wir mal rein, wenn wir reinkommen. Und wir wollen natürlich auch noch auf den Michel drauf. Offiziell heißt die ja Michaeliskirche. St. Michaelis. Ja, okay, ganz richtig, St. Michaelis. Aber hier in Hamburg redet jeder nur von Michel und der ist ja auch so bekannt. Jawohl, und da schauen wir drauf. So, jetzt sind wir auf dem Michel und hier oben hat man natürlich einen ganz tollen Blick. Allerdings ist jetzt hier, wie ihr vielleicht seht, ganz schön stürmisch, aber es ist nicht kalt, es ist im Gegenteil, es ist eigentlich angenehm. Wir hoffen, dass wir den Windgeräusch rausfiltern können. Genau. Ansonsten schwitzen wir es nach. Ja. Hamburger Michel sind, da wollen wir euch natürlich auch ein paar Bilder teilhaben lassen. Ja, diese Kirche ist ja eine Barockkirche. Evangelisch. Ja, was mich erstaunt, weil evangelische Kirchen sind ja eigentlich immer etwas nüchtern, aber ich glaube, hier im Norden sind sie mehr evangelisch als katholisch. Ist halt umgewidmet worden wahrscheinlich. Ja, also auf jeden Fall sehr imposant. Und was hier in der Kirche auch noch besonders ist, hier gibt es 3 Orgeln. Und die spielen alle gemeinsam und das soll sich super toll anhören, aber leider ist jetzt keine Orgel. Wie wir reingekommen sind, war eine kleine Hochzeit und da hat die Orgel gespielt und es hat sich sehr schön angehört. Jetzt zum Schluss kommen wir, wie versprochen, nochmal auf die Parksituation in Hamburg zurück. Zunächst der gebührenpflichtige Parkplatz an der ehemaligen Auktionshalle am Fischmarkt. Den könnt ihr getrost links liegen lassen. Hier zu parken bringt gar nichts. Besser wäre schon der gebührenpflichtige Parkplatz am Strand St. Pauli. Der kostet zwar und hat auch keine Versorgung, aber ihr dürft da auch stehen, wenn der Fischmarkt stattfindet. Besser jedoch ist, wenn ihr durch diesen Parkplatz durchfahrt, auch wenn ihr einen bösen Blick ahndet. Dann kommt ihr an einen großen Platz, da standen wir ein paar Tage, kosten- und problemlos. Während des Fischmarkts sind wir dann in die Ecke Kehrwieder in der Speicherstadt beim Miniatur Wunderland umgezogen. Da ist das problemlose Stehen von Freitag 18 Uhr bis Montag 6 Uhr erlaubt. Das war es mit unserem ersten Video aus Hamburg. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns beim nächsten Video vom Fischmarkt, vom Miniatur Wunderland und der Elbphilharmonie wieder begleitet. Alles Gute und bis dahin grüßen wir von Herzen. Musik